freue mich, Sie ganz herzlich begrüßen zu dürfen zu der Auftaktveranstaltung unseres diesjährigen Symposiums Weltoffene Städte. Mein Name ist Thomas Gebauer, ich bin der Geschäftsführer von Medico und werde Sie heute durch den Abend begleiten. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich letztes Jahr schon da gewesen sein bei unserem Symposium und sich daran erinnern, dass das Thema Weltoffenheit schon damals im Fokus stand. Wir haben allerdings im letzten Jahr eher die Gründe untersucht, warum Weltoffenheit gesellschaftlich bedroht ist und was zu tun wäre, um das wachsende Unbehagen in der Globalisierung zu mildern. Wir haben die Dringlichkeit betont für eine gesellschaftspolitische Alternative, eine Alternative, deren Formulierung wir nicht den Trumps, den Le Pens und Gaulands dieser Welt überlassen dürfen. Eine Alternative, die auf Solidarität und nicht auf Konkurrenz setzt. Wichtig erschien uns dabei die Durchsetzung von ökonomischen Verhältnissen, die am Gemeinwohl und nicht am Profit orientiert sind, die Förderung von demokratischer Teilhabe und die Schaffung einer sozialen Infrastruktur, die letztendlich allen eine kostenfreie Versorgung, einen kostenfreien Zugang zu Gesundheit, zu Bildung, Kultur, zu öffentlichem Nahverkehr und so weiter ermöglicht. Das ist ein großes Projekt, eine große Idee, die wir aber beschrieben haben. Und wir haben sie noch größer gemacht, indem wir gesagt haben, im Prinzip muss das nicht nur im nationalen Rahmen, sondern im globalen Rahmen verwirklicht werden. Es ist klar, dass bei solchen Erwägungen dann am Ende offen bleibt, wie man solche Alternativen umsetzt. Und auch die Frage, wo die Orte sind, wofür sie gestritten wird, dann nicht so diskutiert werden kann. Aber eben an diese Debatten, die wir angefangen haben zu debattieren im letzten Jahr, wollen wir heute anknüpfen mit dem diesjährigen Symposium. Und interessiert, wie sich die großartige Solidarität, mit der noch immer viele Menschen hierzulande sich Flüchtlingen solidarisch zur Seite stellen, verstetigt werden kann. Was zu tun ist, damit Migrantinnen und Migranten in Europa eine würdige und sichere Existenz finden und wie verhindert werden kann, dass Flüchtlinge gegen sozial schwache und von gesellschaftlichem Ausschluss bedrohte Menschen ausgespielt werden können. Es geht uns also diesmal nicht um das Skizzieren einer anderen Globalisierung, sondern verstärkt um das Ausleuchten der Räume, in denen diese andere Globalisierung sich bereits ereignet. Wir haben gerade eine Ausstellung sehen können im Deutschen Architekturmuseum über Making Heimat. Das kann ich Ihnen nur empfehlen, sich die auch anzuschauen. Da erfahren Sie viel über das, was ich gerade gesagt habe. Es geht also um die Orte von praktischer Solidarität und die liegen dann bekanntlich nicht im politischen Berlin oder im Landtag in Hessen, in Wiesbaden, sondern in Initiativen und in Projekten und in Geschehnissen vor Ort, in den Gemeinden und Kommunen. Und da tut sich allerdings einiges. Auch in Deutschland haben zum Beispiel Städte damit begonnen, sich dem US-amerikanischen Vorbild der Sanctuary Cities folgend als Orte der Zuflucht zu positionieren. Unterhalb von nationalen Politiken eröffnen sich somit spannende neue Möglichkeiten einer anderen Flüchtlingspolitik. Ja, andere Formen von einem globalen Engagement insgesamt. Denken Sie nur an die Reaktionen der Bürgermeister von Pittsburgh oder New York etwa auf die Entscheidung Donald Trumps, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. Wenn wir in diesen Prozessen eine Chance für Veränderung sehen, wenn es stimmt, dass es eine Chance ist, wenn sich Städte auch in globalen Fragen politisch ermächtigen, dann gilt es genauer hinzuschauen. Dann gilt es zu klären, wie sich solche kommunalen Initiativen fördern lassen, was sie für die jeweiligen Stadtgesellschaften bedeuten und ob es da nicht auch einen erweiterten Begriff von Bürgerschaft geben muss und nicht zuletzt auch von anderen Formen von Ökonomie. Das sind Fragen, die uns heute und morgen beschäftigen werden. Bevor wir gleich die Freude haben, Gesine Schwans Vortrag
zuzuhören, will ich noch zwei weitere Gründe nennen, warum es uns von Medico wichtig erschien, das Thema Weltoffenheit noch einmal aufzugreifen. Der erste Grund liegt auf der Hand, das ist die noch immer währende, skandalöse Praxis der europäischen Abschiebungspolitik und Abschottungspolitik. Es spricht leider vieles dafür, dass auch während wir hier tagen werden, wieder Menschen im Mittelmeer ertrinken werden, wie so viele schon in diesem Jahr. Kriegs- und Überlebensflüchtlinge, denen menschlich und menschenrechtlich niemals die Flucht hätte verweigert werden dürfen. Es wird hier an diesen Todesfällen deutlich, wie moralisch verkommen diese Abschottungspolitik ist. Und wir sollten dabei auch nicht übersehen, dass diese Politik letztendlich zum Scheitern verurteilt ist, schon auf mittelfristige Sicht. Denn die Mauern, die heute entstehen, werden ihren Zweck nicht erfüllen. Sie sind vielleicht von psychologischer Bedeutung für diejenigen, die Opfer der Bedrohungsdiskurse geworden sind, die sich fürchten, aber ansonsten führen sie in die Irre. Weder werden sie auf Dauer diejenigen abhalten, die gezwungen sind, vor Krieg, vor Hunger oder vor Chancenlosigkeit zu fliehen, noch entsprechen sie, und da wird es jetzt ganz krude, dem Bedürfnis nach Arbeitsmigration von transnational verfassten Unternehmen. Wir sehen das in den USA, wo Google und andere zum Beispiel vehement opponiert haben gegen die Praxis von Donald Trump. All die öffentliche Aufmerksamkeit, die heute dem Aufbau von Mauern und von Grenzkontrollregimen gewidmet wird, das lenkt letztendlich ab von der Tatsache, dass sich an den Ursachen von Flucht nichts geändert hat. Die Kriege in Syrien, im Jemen, in Afghanistan sind unvermindert weitergegangen und die soziale Verunsicherung, die in der Welt herrscht, ist nicht kleiner, sondern größer geworden. Keines der Freihandelsabkommen, die Europa den Ländern des Südens aufgezwungen hat, zum Nachteil dieser Länder, ist inzwischen revidiert worden. Der Klimawandel setzt sich mit unverminderter Härte fort und zerstört weiterhin Lebensräume in aller Welt. Und mehr denn je werden Menschen durch Großprojekte und Landraub, zumal in Afrika, vertrieben. Ganz offenbar zählen die Rechte der Menschen wenig, wenn sie in den Konflikt mit den Interessen des global entfesselten Kapitalismus geraten. Und so muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die globalen Wanderungsbewegungen anhalten werden. Wer Opfer der zerstörerischen Globalisierung von oben wird, der kann gar nicht anders, oder die kann gar nicht anders, als sich der Globalisierung von unten, wie wir das bei Medico nennen, anzuschließen. Für Zygmunt Bauman, den Anfang des Jahres verstorbenen polnisch-britischen Philosophen, gab es mit Blick auf diese Umstände, die ich gerade geschildert habe, eigentlich nur noch zwei Gruppen von Menschen. Er sprach von Touristen auf der einen Seite und Vagabunden auf der anderen. Mit Touristen meinte er die Bewohnerinnen und Bewohner des globalen Nordens, für die eine weltweite Bewegungsfreiheit nicht nur selbstverständlich, sondern nachgerade die Grundlage einer hochflexibel gewordenen Existenz ist. Mit Vagabunden meinte er die Bewohnerinnen und Bewohner des globalen Südens, die in ihrer Entwurzelung zwar gleichfalls nirgendwo mehr richtig zu Hause sind, aber alles andere als Freizügigkeit genießen. Wenn wir diese Spaltung nicht wollen, wenn wir darauf bestehen, dass Freizügigkeit das große Ziel, keine Einbahnstraße sein darf, und Immanuel Kants Idee von einem Weltbürgerrecht, das sich auf einer allgemeinen Hospitalität gründet, noch immer der Verwirklichung harrt, dann gilt es alles zu tun, damit Menschen überall auf der Welt würdige Lebensumstände vorfinden und es zugleich für die, die sich auf den Weg machen, sichere und legale Wege der Migration gibt. Und an dieser Stelle kommt der zweite Grund, auf den ich kurz noch eingehen will, ins Spiel. Auch wenn es um das solidarische Engagement für und mit Flüchtlingen ruhiger geworden ist, sind noch immer zigtausende aktiv. Es wird darüber weniger berichtet als noch 2015. Aber auch wenn der mediale Rückenwind fehlt, dann kümmern sich die Leute nach wie vor um Flüchtlinge. Sie sorgen ganz praktisch und mitunter regelverletzend für Asyl, protestieren gegen Abschiebungen
und drängen eben darauf, dass sich auch hierzulande Städte als Zufluchtsstädte, als Solidarity Cities erklären. Die wohltätige Geste, die bei vielen Unterstützerinnen und Unterstützer am Anfang gestanden haben mag, ist zu einer politischen Haltung gereift, die um die eigentlichen, wirklichen Auseinandersetzungen weiß, den Kampf um Zugang zu Wohnraum, was wir auch eben sahen, zu würdigen Jobs, zur Bildung, zu Anerkennung und Teilhabe. Dieses Engagement erfährt heute nicht immer die Anerkennung und die Beachtung, die es verdient. Es scheitert oft an der Bürokratie, es scheitert an fehlenden Mitteln, ist dann der Staats, das Budget aus, oder an rassistischen Haltungen. Und es wäre für uns alle eine Katastrophe, wenn sich diese Formen von heute gelebter Solidarität an solchen Zwängen und Behinderungen wieder totlaufen würde. Solidarität ist nicht eine Sache von Sonntagsreden, sondern zeigt sich in den konkreten Auseinandersetzungen im Alltag. Und so verdienen es die Flüchtlingsinitiativen, die kirchlichen und gewerkschaftlichen Gruppen, verstärkt auch die Kommunen, die sich in der Integration engagieren, nach Kräften gefördert zu werden. Und das ist der Hintergrund für unseren heutigen Abend und für die Erwägungen morgen. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt Gesine Schwan ankündigen darf. Wobei ich Frau Schwan womöglich gar nicht groß vorstellen muss. Sie alle kennen sie. Frau Schwan ist Politikwissenschaftlerin und lehrte viele Jahre lang am Otto-Suhr-Institut in Berlin. Von 1999 bis 2008 war sie Präsidentin der Europa-Universität in Viadrina in Frankfurt-Oder, also nicht hier. Im eigentlichen Frankfurt, sagt sie. Da haben sich gleich viele Freunde hier gemacht. 2004 und 2009, das ist uns allen bekannt, kandidierte sie für das Amt der Bundespräsidentin. Sie war und ist nun wieder Mitglied der SPD-Grundwertekommission und derzeit, glaube ich, die Vorsitzende. Sie hat viel publiziert und zuletzt einen überaus klugen und viel beachteten Vorschlag unterbreitet, der eine doppelte Stoßrichtung aufweist. Nämlich einmal durch die Etablierung eines groß angelegten Fonds auf europäischer Ebene, ein Unterstützungsfonds für kommunale Entwicklung, den Kommunen in ihrer Entwicklung zur Seite zu stehen und dabei auch ein Augenmerk auf die Integration von Flüchtenden, Geflohenen und Migrantinnen und Migranten zu richten. Und zugleich mit der Einrichtung dieses Vorschlages der Europäischen Union eine Chance zu geben, einen sogenannten sozialpolitischen Neustart, wie Sie das nennen, zu wagen. Darüber werden Sie erzählen, das wird der Hauptvortrag heute Abend sein. Er wird dann ergänzt werden von zwei Kommentaren, einmal von der Rechtswissenschaftlerin Helene Häuser und zum anderen von Richard Wolff, der heute aus New York eingeflogen ist. Ich werde Ihnen die beiden Kommentatoren jeweils dann vorstellen. Es wird danach noch genügend Zeit geben für eine Diskussion, sowohl hier auf dem Podium als auch mit Ihnen. Und das war's von mir. Ganz herzlichen Willkommen.